Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos wünscht Ihnen viel Vergnügen. Zusammenleben, das ist eine Kunst für sich und um die soll es heute bei uns gehen. Ja, einfach ist das ja nicht. Böse Zungen behaupten sogar, nichts entferne die Menschen mehr voneinander als das Zusammenleben. Ja, und in der Stadt Zürich kommt noch eine weitere Hürde hinzu. Nur schon eine zahlbare Wohnung zu finden, ist eine Kunst für sich. She won't sit home. Kein Wunder sind die Wohnbaugenossenschaften so beliebt. Die größte Baugenossenschaft der Schweiz, die ABZ, feiert hier am Bullinger Platz in Zürich ihr 100-jähriges Bestehen. Von hier aus stellen wir uns heute die Frage, was braucht der Mensch, damit er sich wohlfühlt im Zusammenleben mit anderen? Sehnsuchtsort Stadt. Viele wollen hier wohnen, nur wenige können es sich leisten. Das hat Folgen. Gegen Wohnungsnot. Wie Genossenschaften immer wieder stürmischen Zeiten trotzten. Tierische Liebe. Was die Beziehung zwischen Katze und Mensch über beide aussagt. Und nackte Tatsachen. Wie Daniel Eisenhut gegen Intoleranz anmalt. Janet Wittmer, Sie leben seit 3 Jahren hier. Was ist das Schönste in diesem Haus? Also, dass ich überhaupt die Wohnung bekommen habe, das ist gar nicht einfach. Ich habe vorher schon in einer ABZ-Siedlung gewohnt und glücklicherweise auf ein Umsiedlungsgesuch bekommen. Man geht hier ein und aus, kennt sich. Es ist nicht so, dass man stundenlang Kaffee trinkt zusammen. Aber wenn jemand in die Ferien geht, gießt man sich Blumen, hat einen kleinen Schwätz und vermisst sich auch, wenn jemand länger nicht rum ist. Also, ich hatte ja das Glück, bei meinen Eltern schon bei der Arbeitszeit zu wohnen. Jetzt wohne ich dann mit meiner Tochter. Ich hoffe, sie kann auch dann irgendwann mal in der Arbeitszeit wohnen. Vielleicht auch mit ihrer Familie. Und ich muss ehrlich sein, es ist eine wunderbare Siedlung, gut durchmischt. Ich würde mir mehr so Siedlungen wünschen in der Stadt. Weniger aus der Stadt, vielleicht ein bisschen mehr in der Stadt. Wie ist es für dich, Simea? Du bist hier mit ganz vielen anderen Kindern daheim. Ja, schön. Und es ist einfach viel los. Und man ist nicht so allein. Und es ist einfach schön, mit dem Papi da zu sein. Ja, das ist schön. Zusammenleben heisst miteinander reden. Ja, sich akzeptieren, so wie man ist, miteinander klarkommen. Ja. Ist das auch manchmal schwierig? Ja, das ist sicher auch schwierig, ja. Was gibt es für Situationen? Lärmen ist so etwas. Man kann darüber reden, Sachen auch, wie man etwas gestaltet, einen gemeinsamen Raum wie einen Garten. Und was ist das Schönste in so einem Genossenschaftsleben? Das Schönste ist, die verschiedenen Leute kennenzulernen. Also wirklich, bei unserer Genossenschaft habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass wirklich sehr unterschiedliche Leute und Leute, die man vielleicht sonst wie nicht trifft, trifft man halt im Wohnraum oder im gemeinschaftlichen Raum. Ja. Wohnen in Zürich, das bedeutet, in einer der teuersten Städte der Welt zu leben. Es bedeutet natürlich auch sehr viel Lebensqualität. Aber stellt man sich den Wohnungsmarkt als gänzlich freien Markt vor, dann ist klar, könnten sich die wenigsten Familien ein Leben in der Stadt noch leisten. Der große Anteil an Genossenschaftswohnungen ist in der Stadt Zürich mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist vielmehr ein politisches Statement für eine möglichst gut durchmischte Stadt. Glück muss man haben in Zürich. Oder viel Geld. Wer keine Genossenschaftswohnung findet oder keine städtische Wohnung, muss tief in die Tasche greifen. Wer kann sich diese Stadt eigentlich noch leisten? Kein Wunder, dass es in Zürich zu solchen Szenen kommt.
5000 Menschen wollen städtische Wohnungen an der Kronenwiese besichtigen, weil die Mieten dort nicht so hoch sind wie auf dem freien Markt. Ich bin dann am Morgen um 9 Uhr schon da gestanden und habe gedacht, kann ich schön da anstehen, und wird dann um 10 Uhr reingewinkt. Dann sind sie genau auch wieder bis ganz hinten und um die Kurve gewesen und schon wieder mit Campingstühlen und alle Kinder dabei und Bücher dabei. Und also es war so wie Harry Potter, halt, der neue, der rauskommt. Der Zürcher Wohnungsmarkt, anscheinend geschlossen für Normalverdiener. Mireille Lalief sucht 5,5 Zimmer für sich, ihren Mann und die 3 Kinder. 5,5 Zimmer, die bezahlbar sind für Menschen mit normalem Einkommen. Kein Luxus, nichts Besonderes. Einfach nur zusammenleben, an dem Ort, an dem man leben will. Ich habe eine Familiensituation, die ich jetzt halt für mich finde, es wäre mir total wichtig, wir wären alle in der Stadt. Aber dass es eigentlich schon fast so, man sich abstraft innerlich, weil man so anmassend ist, so einen Wunsch zu haben. Oder? Das ist so ein Gefühl, das geweckt wird, wenn man halt mit 5000 anderen sich bewirbt. Zürich und der Wohnungsmarkt. Das ist die Schattenseite einer lebenswerten Metropole. Hier in der Europaallee muss sich Mireille Lalief erst gar nicht bewerben. Ein städtebauliches Prestigeprojekt. Hohe Mieten, Luxuswohnungen, Büros. Das Zerrbild einer modernen Stadt. Der Architekt und Stadtplaner Ernst Hubeli kritisiert diese Entwicklung und die Stadtpolitik, die seines Erachtens nur zuschaue, zu wenig eingreife. Es ist eigentlich ein typischer Fall für Zürich, insofern, dass die Stadt erlaubt hat, ein maximales Bauvolumen zu realisieren. Dann auch teure Wohnungen, teure Büros. Und wenn man das Resultat anschaut, dann muss man sagen, es ist ein Ghetto für Vielverdiener entstanden. Eine Art Workaholic-Ghetto, wo insofern eine urbane Triste auslöst, weil die Workaholic treffen sich nur selber. Es gibt keine Mischung, gibt keine Vielfalt, gibt keine Überraschung. Also kein urbaner Alltag, der viel lebendiger ist. Oder? Gegen diese Entwicklung protestiert seit 2013 die Initiative «Wem gehört Zürich?». Eine Protestbewegung gegen die Verdrängung, die durch hohe Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt entsteht. Mitbegründet von Betroffenen wie der Stadtforscherin Vesna Thomse. Gerade in Zürich ist es natürlich so, wenn jemand sagt, Markt, dann sind alle wie ein erstarrte Mäuschen vor der Schlange und finden so, was mache ich jetzt? Und wem gehört Zürich, hat gesagt, dass man etwas dagegen machen kann, dass man sich zusammenschliessen kann, dass man auch Lösungen vorschlagen kann von verschiedenen Seiten. Lösungen sind dringend notwendig. Denn Zürich soll wie alle Städte wachsen, um die Zersiedelung der Agglomeration aufzuhalten. Das ist der politische Wille. Doch um welchen Preis? Vor 12 Jahren musste auch Mireille Lalief raus aus Zürich aufs Land ziehen. Mit ihrem Mann, dem Künstler Titus Meyer, ihren Söhnen Amedeo und Enea und Nivis, ihrer Tochter. Mit 3 Kindern war das Leben, Wohnen und Arbeiten in der Stadt zu teuer geworden. Nun hat sich die Lebenssituation verändert. Die Kinder sind groß, die Schulwege lang und Mireille arbeitet wieder in der Stadt. Also das Pendeln ist nicht das Hauptproblem. Es ist eigentlich mehr, dass jeder an einem anderen Ort ist, oder? Und es ist eigentlich, dass man als Familie, dass wir jetzt als Familie noch irgendwie Zeit miteinander verbringen können, wäre es extrem wichtig, wenn wir zu Zürich wären. Also wenn wir einfach wirklich zentral wohnen können, dass man sich sehen kann und dann jeder wieder dorthin diffundieren kann, wo er geht. Und dann, ja, einfach, dass es geht wirklich um das. Doch wo findet man 5,5 Zimmer, bezahlbar, halbwegs zentral? An den Rändern der Stadt, wo massiv gebaut wird, wo architektonische Künstlichkeit auf soziale Kälte trifft, enden die Wohnträume bei 4,5 Zimmern. Genauso im Zentrum, wo so verdichtet gebaut wird, dass die Sonne kaum eine Wohnung trifft. Hier bringen 5,5 Zimmer zu wenig Gewinn. Was bleibt, sind städtische Wohnungen. Denn in Zürich muss nach einem Volksentscheid 1/3 aller Mietwohnungen gemeinnützig, also bezahlbar sein. Wie will die Stadt dieses ehrgeizige Ziel erreichen?
Die Stadt investiert nach einer langen Zeit sehr stark. Und auch mit den Genossenschaften sind wir in einem eigentlichen Erneuerungsprozess, wo eben das Angebot an gemeinnützigen Wohnungen sehr stark wird in den nächsten Jahren erhöhen. Viele Genossenschaften renovieren ihre in die Jahre gekommenen Immobilien. Bleiben sie dennoch der Garant für billiges Wohnen? Die Genossenschaften sind die ganz grossen Player, die wegen ihrer Kostenmiete und wegen diesen günstigen Mietpreisen eben Leute in der Stadt behalten, die vielleicht sonst gar nicht mehr in der Stadt wären. Jetzt wollte ich live. Ich wollte fragen, wie bei euch Wohnungen vergeben werden. Alltag bei der Wohnungssuche. Auch bei Genossenschaften fragt Mireille Lalif nach. Auch hier ist die Antwort meist negativ. Im Moment gerade nicht, heisst es. Vielleicht in der Zukunft. Die Antworten sind austauschbar. Hier zeigt sich das Paradox, das Dilemma von Städten wie Zürich. Die Menschen, die die Stadt lebendig machen, urban und lebenswert, die Dienstleister, die Kreativen, wie die Goldschmiedin Mireille Lalif, sie dürfen hier arbeiten. Doch wohnen müssen sie woanders. Hans Rupp, Sie sind der Geschäftsführer von der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich ABZ, die heute ein grosses Fest feiert. Dabei, es gibt gar keinen Grund zum Feiern. Es gibt keine freien Wohnungen, nicht einmal bei Ihnen. Was ist los? Das ist so, aber wir lassen uns natürlich die gute Laune durch den Regen nicht verderben. Und wir schauen immer zu machen, was möglich ist. Zum Beispiel schauen wir, dass wir verdichten können und so mehr Raum, Wohnraum schaffen in der Stadt Zürich und im Wirtschaftsraum Zürich. Sie sind bekannt für günstigen, sagen wir, für zahlbaren Wohnraum. Was bedeutet das konkret? Können Sie uns ein Beispiel nennen? Eine Dreizimmerwohnung hier am Bullinger Platz, wie viel kostet die? Ja, die ist, wir brauchen immer so eine 4,5-Zimmer-Wohnung, brauchen wir als Beispiel, weil das die meisten ein bisschen kennen. Und wir schauen, dass wir dort nicht mehr als 2'000 Franken zu liegen kommen und das aber inklusive Nebenkosten. Ihre heutige Mieterschaft, das sind Patchwork-Familien, Alleinerziehende, Alterswegs. Aber Ihre Wohnungen sind immer noch nach einem konventionellen Muster gebaut. Wie können Sie da zeitgemäss werden? Ja, wir dürfen es nicht überschätzen. Die Grundbedürfnisse an einer Wohnung, die ändern sich nicht so gross. Auch wie die Wohnart, wie dann die Leute drin wohnen, sich verändert hat. Und wir haben jetzt mit einer kleinen Massnahme, in der wir nämlich Einzelzimmer zur Verfügung stellen, wo man zumieten kann zu einer Wohnung, haben wir eigentlich schon recht viele Bedürfnisse, die entstanden sind, können abdecken. Ja, und die Wohnungsnot, die hat es schon vor 100 Jahren in der Schweiz. Gibt es Genossenschaften seit etwa 1860. Und damals sind Mieterinnen und Mieter vor allem auch zu Sparsamkeit und Reinlichkeit angehalten worden. Ein Blick zurück. Heute Abend in der Wohnung. Guten Abend miteinander. Die Wohnung. Ort der Geborgenheit. Um in der Arbeiterschaft in den Städten günstig zu ermöglichen, entstanden europaweit Ende des 19., Anfangs des 20. Jahrhunderts immer mehr Genossenschaften. Der Dachverband in der Schweiz gründete sich 1919. Nach den beiden Weltkriegen halfen Städte, Kantone und Bund mit, die jeweils ins Stocken geratene Bauwirtschaft wieder anzukurbeln. Dieser Effort führte zu Boomphasen von gemeinnützigem Wohnungsbau. Zusammen mit Projekten aus privater Hand. Beispiel: die Siedlungsgenossenschaft Wielergut in Bern für mehr als 2000 Personen. Der wirtschaftliche Aufschwung erlaubte in den 60er Jahren, das Straßennetz zu erweitern. Auf Kosten des städtischen Wohnungsbaus. Dort fehlten nun die Saisonniers, denn die Arbeitsbewilligungen waren beschränkt. Trotzdem wurden in dieser Zeit Genossenschaften gegründet. Und zwar auf dem Land. Der Grund? Die Bodenpreise in der Stadt zogen an. Demonstrationen waren die Folge, wie hier in den 80er Jahren. Es hat so 10 etwa 300 Leute auf der Wohnung haben. Das Ausland, wenn es abreißt, obwohl es schon ganz gut ist. In besetzten Häusern entstanden neue Ideale des Zusammenlebens. Und in der Folge auch viele Genossenschaften. Trotz gelebter Solidarität stagniert allerdings seit den 90er Jahren die genossenschaftliche Wohnbautätigkeit. Außer in der Stadt Zürich. Priorität hat oft die Modernisierung. Wie beim Zürcher Siedeviertel, eine von rund 1.700 Genossenschaften in der Schweiz.
Ihr Anteil von knapp 5% am Wohnungsmarkt zeigt, bezahlbare Wohnungen bleiben ein rares Gut. Heute Abend in der Wohnung. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Wohnung noch einen recht schönen Abend. Wieder schauen miteinander. Ja, Hans Rupp, wir nehmen den Regen, wie er kommt. Und ihr müsst die Zukunftszone, wie sie kommt, bei den Genossenschaften in den nächsten Jahren, wenn immer noch mehr Menschen in die Stadt leben. Wie packen ihr die Herausforderung? Ja, zum einen, indem wir verdichten, aber dann vor allem in Kooperation mit anderen Partnern, die auch die Wohnungen bauen, mit der Stadt Zürich, mit anderen Institutionellen, wenn wir schauen, dass wir da etwas Gescheites machen können. Wo sind Grenzen? Ja, Grenzen sind dort, wo die Bäume in den Himmel aufwachsen. Also Baumhäuser? Ja, Baumhäuser, genau. Nein, die Stadt Zürich wird etwa 60.000 bis 80.000 Menschen in den nächsten 20, 30 Jahren beherbergen, die zuziehen werden. Und das heisst schon, dass man ein bisschen genauer heranschauen muss und eine sorgfältige Planung machen. Und wir helfen dort mit, wo wir können. Zürcherinnen und Zürcher machen alles für eine günstige, für eine gute Wohnung. Da ist wahrscheinlich eine Bastelarbeit, eine Zeichnung der Kinder mitschicken, gerade noch ein Nasenwasser. Haben Sie ja schon Sachen erlebt wie ein Bestechungsversuch? Ich würde sagen, es sind viele Sachen schon vorgekommen, aber nein, man merkt, dass die Leute sehr viel Herzblut in die Wohnungsbewerbung hineingeben und da merkt man auch, wie wirklich die Dringlichkeit relativ hoch ist. Und wir sind dort wirklich mit allen Prozessen und allen Menschen, die dort an der Front sind, sind wir auf der sicheren Seite, dass wir wirklich die Wohnungen nach unserem Auftrag gut verteilen. Und nach welchen Kriterien tun Sie schließlich auslesen? Wir schauen, dass vor allem mal unser Auftrag erfüllt wird. Das heisst, dass wir den Leuten, die wirklich auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, dass sie den Wohnraum bekommen. Dann schauen wir aber auch, was braucht es in dieser Siedlung, damit die Siedlung auch gut funktionieren kann. Wir wollen ja nicht nur Wohnungen vermieten, sondern wir wollen auch Gemeinschaften schaffen. Wie wohnt eigentlich der Mister Genossenschaft selber in einem Einfamilienhäuschen auf dem Land? Nein, der wohnt in einem Einfamilienhäuschen in der Stadt. Noch schöner, ein Glückspilz. Die Genossenschaften sind ja so ein Mittelding zwischen Mieten und dem Eigentum, weil es eben ein kollektives Miteigentum ist. Und das Eigentum gehört dort wie auch dazu. Ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Hans Rupp. Jetzt hatten wir es die ganze Zeit vom menschlichen Zusammenleben. Aber mindestens genauso beliebt und weniger konfliktbeladen jedenfalls ist die Gesellschaft einer Katze. Das Büsi ist des Schweizers liebstes Haustier. Deshalb wird uns auch diese Frage nicht kalt lassen. Lieben mich meine Katzen? Diese Frage ergründet Autorin Birgit Schmid in ihrem neuesten Buch, erschienen im Echtzeitverlag. Klar ist, Birgit Schmids Katzen lieben keine Fremden. Schon gar nicht solche mit Kamera. Auch nicht, wenn Frauchen mit Futter lockt. Kater Fritz hat sie versteckt. Und Rosi verschanzt sich hinterm Ofen. Aber lieben die beiden wenigstens ihre Besitzerin? Diese Frage hat Birgit Schmid umgetrieben. Warum eigentlich? Ich denke, kein Mensch mag unerwiderte Liebe. Also man will zurückgeliebt werden, gerade weil die eigene Liebe so gross ist zu diesen Fellmonster. Jede unerwiderte Liebe ist eigentlich, also tut weh. Bei Katzen ist auch besonders, dass man sich nicht immer sicher ist, dieser Liebe. Und das ist eine Herausforderung, ist ein Ansporn. Und darum sind vielleicht auch Katzenbesitzer so ein bisschen psychisch, psychologisch besonders konstituiert, dass um Liebe kämpfen. Aber kann diese Kreatur Menschen lieben? Ein Raubtier? Ein Nesträuber? Unzählige YouTube-Filmchen kreisen um diese Gretchenfrage. Der Kusstest soll Klarheit bringen. Sie liebt mich? Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich? Sie liebt mich? Nicht. Auch wenn Fritz und Rosi knutschen, dass es eine Freude ist, Birgit Schmids Faszination geht tiefer. Katzen, die einerseits zwar sehr kuschelig sind,
haben gleichzeitig die Seite der Bestie, des Raubtiers. Man merkt es spätestens dann, wenn es einen Vogel oder sonst ein Tier heimbringen. Also, dass wirklich, dass man es hier mit der rohen Natur zu tun hat. Und die bleibt für den zivilisierten Menschen immer etwas geheimnisvoll. Oft geht es ja um Projektionen. Was sind die Bilder, die ich mir mache, die gar nicht unbedingt dieser Katze entsprechen müssen? Also so im Kleinen kann es einem vielleicht wirklich noch zu etwas Selbsterkenntnis führen. Eine Beziehung zu so einem Tier, das macht einem empathiefähiger. Das Herz wird irgendwie so gross für all die Lebewesen. Zurück zur Ausgangsfrage. Können Katzen Menschen lieben? Was sagt die Wissenschaft? Katzenforscher, die renommierten, die bestätigen wirklich, dass Katzen bindungsfähig sind. Und sie haben das verschiedentlich bewiesen, dass Katzen sich nicht unbedingt speziell an die Person hängt, die sie füttert. Sie schenken einfach ihre Liebe dem, was sie schenken. Diese eigenwilligen Schlingel. Die engste Bindung schaffen sie durch Lecken, denn damit überträgt die Mutter ihren Geruch auf die Kleinen. Das funktioniert genauso zwischen Katze und Mensch. Lecken ist der ultimative Liebesbeweis. Und dazu kommen weitere Spielarten. Wenn ich heimkomme, will sie mich begrüßen an der Tür und herlegen, der Fritz, und mal gestreichelt werden. Dann folgen sie mir oft, wenn sie gefressen haben, in die Räume, die mich aufhalten. Also wenn ich am Pult sitze, springt die eine aufs Pult, der andere drängt sich so auf den Stuhl an meinen Rücken. Sie rollen sich auf unserer Schoße, sie kommen stupsen. Und das machen sie einfach nicht mit anderen Leuten. Für Birgit Schmid ist die Antwort klar. Definitiv ja. Sie lieben mich. Der Mensch, das Augenwesen, braucht das Bild, das sagte einst Leonardo da Vinci. Wohl wahr, auch in unserer heutigen Bilderflut mag uns ein frivoler Akt noch immer zu fesseln. Wo aber Da Vinci die Perfektion des Körpers vor Augen hatte, will heute der Künstler Daniel Eisenhut mit seinen Aktbildern gegen Vorurteile kämpfen. Im Rahmen der Manifesta malt er Zürcherinnen und Zürcher, splitternackt natürlich. Sein Projekt Tout Nu ist nicht ohne. In der Jedlitschka Gallery in Zürich lädt Daniel Eisenhut dazu ein, vor ihm und vor Publikum hüllenlos Modell zu stehen. Am Schluss will er 100 Porträts von Zürcherinnen und Zürchern in einem riesigen Bild vereinen. Alle mit Sonnenbrille zur Wahrung der Anonymität und als Anspielung auf den coolen städtischen Lifestyle. Doch der israelisch-schweizerische Künstler begnügt sich nicht mit flotter Oberfläche. Es geht mir nicht um Voyeurismus, es geht um Begegnung. Wir sind einfach Menschen. Für einen Moment sind wir einfach Menschen. Für 20 Minuten und wir sind Menschen zusammen. Ich glaube, das ist es. Wir sind alle nackt. Das ist nochmal so eine Art, wenn man kurz vorher geredet über was drin ist, das ist das. Kleider sind eine Illusion eigentlich. Ohne Kleider passt man in kein Klischee. Das ist der Ausgangspunkt für Daniel Eisenhuts politische Arbeit. Mit seinen Aktbildern malt er gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und gegen Vorurteile an. In Weißrussland porträtierte er 2015 nackte Schwule und Lesben, die dort diskriminiert und schikaniert werden. Modelle und Maler riskierten dabei Gefängnisstrafen. Den Homosexuellen stellte er in einer Ausstellung nackte Heterosexuelle gegenüber. In Gruppenbildern erinnerte der Künstler zudem an schwule Holocaust-Opfer. Und er lud die Ausstellungsbesucher dazu ein, mit rosa Klebern zu bekunden, wen sie für schwul hielten. Mit den gleichen Dreiecken, wie damals die Nazis im KZ Schwule markierten. Es geht um die Wahl, das heisst, dass Leute wählen. Dass Leute mit dem ein bisschen, für eine Sekunde ein bisschen mit dem auseinanderkommen. Alle diese Themen kann man sehr, sehr schwer anschauen, kann man sehr, sehr schwer lasten und so weiter.
Aber grundsätzlich geht es auch darum, dass das kommuniziert wird, dass es interaktiv ist, dass es Freude macht. Daniel Eisenhuths Engagement für Menschenrechte und Toleranz erschöpft sich nicht in Aktbildern. Ein weiteres Projekt beinhaltet Porträts von Autisten und Nicht-Autisten. Sie sind auf seinen Bildern nicht zu unterscheiden. Das soll, so der Künstler, die Betrachter dazu auffordern, beide Gruppen mit gleichem Respekt zu behandeln. Besonders ergreifend ist Eisenhuths letztjährige Arbeit La Classe. Er porträtierte Kinder in Syrien und der Schweiz und mischte dann die Bilder, um sie einander vergleichbar zu machen. Ich habe verstanden, auch für mich, dass das eigentlich egal ist, weil ich Kinder doch ein gleiches traumatisiertes Leben habe. Bei syrischen Kindern sind Traumata allerdings der Normalfall. Das berührt Daniel Eisenhuth besonders, weil es ihn an die eigene Kindheit im kriegsversehrten Israel erinnert. Wenn ein Kind mal mit dem Gesicht von einem 30- oder 40-Jährigen hat, die Augen ist das Gleiche. Für mich war das krass, weil das sind Gesichter, die ich kennt von Israel. Fast alle Männer, die ich mit denen aufgewachsen bin, alle Idole von meiner Kindheit, sie haben den gleichen Blick wie diese Kinder. Und dann verstehst du, dass etwas stimmt da nicht. Mag sein, dass nicht alle in diesen Blicken erkennen, was der Künstler sieht. Doch auch dann laden seine Werke dazu ein, genau hinzuschauen und das eigene Bewusstsein zu schärfen. Ebenso bei seinen Aktbildern in Zürich, die weit entfernt sind von Pin-Up-Ästhetik. Ich finde Schönheit auch bei der Nicht-Schönheit oder der Spannenden. Vielleicht müssen wir das Wort Schönheit ein bisschen auf die Seite tun und sagen, es ist spannend. Die Kratzen sind das, was uns macht. Die Kratzen, die ich ihm mitbringe, das ist alles, was ich mache, was die Leute sehen. Eisenhuths Bilder. Ein Angebot, sich unvoreingenommen und persönlich zu begegnen und sich nicht von Vorurteilen oder Klischees blenden zu lassen. Ja, die hohe Kunst des Zusammenlebens, die hat ihre beste Zeit natürlich während der Ferien. Und die stehen ja so quasi vor der Tür. Wir sind zurück am 24. August, nutzen die Zeit bis dahin mit ausgiebig nackt sein, in der Sonne tanzen, im Regen tanzen. Und wir werden dem Kulturplatz auch eine sanfte Frischzellenkur verpassen. Sie werden sehen. In den kommenden Wochen sehen Sie an unserer Stelle junge Schweizer Schauspielerinnen und Schauspieler in ihren ersten Rollen. Den Auftakt macht Stationspiraten. Jetzt gleich folgt Doc zu Olympia 1936. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Füttli-Plutten-Sommer. Tschüss. Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos.